Liebe geschätzte Lichtarbeiter der Erde, achtet nun auf die neue Botschaft der Galaktischen Föderation. Jedes Wesen des Universums kann sich mit der geistigen Welt, mit den anderen Dimensionen in Verbindung setzen. Doch dies geht meist nur, wenn man sein drittes Auge geöffnet hat. Deswegen ist es so wichtig, es zu öffnen. Das geistige Reich ist sehr zugänglich. Es sind diejenigen Menschen in der physischen Welt, die sich oft selbst blockieren und nicht verfügbar für die geistige Welt sind. Das physische Reich wird von Dunkelmächten mit Ablenkung bearbeitet. Die intensive Konzentration auf materielle Gegenstände lässt wenig Raum für Überschneidungen mit denen im Geist. Warum nicht etwas langsamer fahren, um sich mit der reichlichen Verfügbarkeit von Geist zu verbinden, anstatt sich an die Hektik der Linearität zu halten? Sich Zeit zu nehmen, um die Blumen zu riechen, ist ein subtiler Anstoß, um weniger Dichte in ihrem Leben zuzulassen. Seien Sie gespannt auf die Möglichkeit, dass es tatsächlich verfügbar ist. Viele lehnen die Zeichen von denen im Geist ab. Es ist einfacher, es als unerreichbar anzusehen. Etwas, das Wunschdenken in einer dichten physischen Umgebung. Der Geist macht viele Versuche, sich zu verbinden. Sie bahnen sich ihren Weg in die physische Realität und schaffen Kugeln und andere Hinweise auf ihre Anwesenheit. Der Geist ist immer gegenwärtig. Der Geist möchte sich mit der spirituellen Welt verbinden. Du möchtest es. Du wünschst dir nichts sehnlicher als via Astralreise in die Welten der Galaktischen Föderation zu reisen und unsere wunderbaren Planeten zu besuchen? Lass es einfach zu, öffne dich, reinige deine Zirbeldrüse und öffne dein drittes Auge, dann wirst du auch befähigt sein, eine Astralreise zu uns zu machen. Warum erlauben sie sich nicht, sich auf das einzulassen, was manche Fantasie nennen? Einige der besten Momente entstehen auf diese Weise. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Leben, lassen Sie jedoch Raum für die Wunder des Geistes. Entspannen Sie die Parameter Ihrer Existenz, um den Zugriff zu ermöglichen. Du wirst es nicht bereuen. Was du unbedingt wissen solltest ist, dass die Galaktische Föderation und der Hohe Rat der Plejaden jetzt eine eindringliche Warnung herausgegeben haben. Halbblut Lekartis, halb Plejadia, halb Reptiloide, warnt in einem Manifest die Menschheit vor ihrem Untergang. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftswerk von Vibes und Merksam. Den Link dazu findest du unter dem Video. In deinen Herzen wirst du glücklich sein. In deinen Herzen wirst du dich verbunden fühlen. In deinen Herzen hast du Träume und Wünsche. Diese existieren genau hier, genau jetzt, in dir. Sie sind in ihrer 3D-Realität noch nicht greifbar, aber sie existieren dennoch ziemlich real in der Welt der Energie. Wenn Sie an diese Wünsche denken und davon träumen, sie in Ihrem Leben zu haben, fühlen Sie sich gut. Wenn Sie daran denken, sie nicht zu haben, fühlen Sie sich schlecht. Wenn Sie daran denken, sie zu haben, fühlen Sie sich inspiriert, geführt und klar. Wenn Sie daran denken, sie nicht zu haben, können Sie leicht in Verzweiflung geraten. Wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie leicht erkennen, dass Sie, wenn Sie mit gespannter Erwartung an das denken, was Sie sich wünschen, in der exakten und perfekten Schwingung sind, um direkt dorthin geführt zu werden. Ihr Energiestrom ist perfekt mit dem Energiestrom synchronisiert, der Sie zu dem führt, was Sie wollen. Sie sind auf die Schwingung des gewünschten Ergebnisses eingestellt. Egal wie viel Aufwand Sie betreiben, Sie können sie nicht leicht erreichen, bis Sie Ihr Energiefeld verschieben. Die gute Nachricht ist, dass es einfach ist, Ihr Energiefeld zu verschieben, indem Sie einfach Ihre Gedanken verschieben. Wählen Sie, was Sie wollen. Wähle Gedanken, mit denen du dich gut fühlst. Und wenn Ihre Gedanken in unharmonische Gedanken zurückkehren, wählen Sie wieder bessere. Es braucht Übung, aber mit der Zeit können Sie der Meister Ihres Geistes werden. Wir wissen, dass äußere Umstände zwingend sind. Wenn Sie von Fülle träumen, aber wenig auf dem Bankkonto haben, während die Welt nach Mangel schreit, braucht es Willenskraft, um Ihre Gedanken zu ändern. Sie können Ihre Gedanken jedoch in einen Raum verlagern, in dem Sie sich vorstellen, wie es sich anfühlt, die Fülle um Sie herum zu erleben und zu schätzen und somit mehr anzulocken. Wenn Sie von einer schönen Liebesbeziehung träumen, aber nur negative und Perioden der Einsamkeit erlebt haben, ist Willenskraft erforderlich, um Gedanken in einen Raum zu verlagern, in dem Sie sich vorstellen können, die Person zu sein, mit der Sie zusammen sein möchten. Die gute Nachricht ist, dass Sie Ihre Gedanken unter bestimmten Umständen ändern können. Sie kommen in Kontakt mit dem Wunsch, sich gut zu fühlen. Sie erlauben sich vorübergehend, sich gut zu fühlen.
Und dann besteht entweder jemand in der Außenwelt oder die Stimmen in ihrem eigenen Kopf darauf, sich auf etwas Unangenehmes zu konzentrieren. Wenn diese Stimmen, entweder ihre eigenen oder die einer anderen, ihre Freude an sich reißen, wechseln sie den Sender. Wenn eine innere Stimme, die äußere Welt oder jemand anderes versucht, ihre Freude zu stehlen, übernehmen sie die Kontrolle über ihre eigenen Gedanken. Vergessen sie den Versuch, andere davon zu überzeugen, dass sie ihre freudige Sendung, ihre glücklichen Gedanken, ihre guten Gefühle und schließlich ihr erfolgreiches, erstaunliches Leben mögen sollten. Erlauben Sie sich stattdessen, Ihre freudige Sendung, Ihre glücklichen Gedanken, Ihre guten Gefühle und schließlich Ihr erfolgreiches Leben zu haben. Für viele von Ihnen mag dies egoistisch, unempfindlich oder lieblos sein, aber wir versichern Ihnen, dass Sie von einem Ort wahrer Freude, wahrer Vorfreude, wahrer glücklicher Gedanken und guter Gefühle aus jemand werden, der andere inspiriert, nicht weil Sie sie davon überzeugen inspiriert, aber weil dein Glück positiv ansteckend wird. Ein weiterer Weg, deinen Zugang zur spirituellen und geistigen Welt zu erleichtern, ist die Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet einfach, in ihren Lebenssituationen präsent zu sein. Der Geist passt sich durch Bewegung an und genau wie die Muskeln wird der Geist durch fortgesetzte Übungen besser. Während der Meditation gibt es eine Art Training, das es ihrem Geist ermöglicht, sich zu entspannen und dadurch den Spiegel des Stresshormons zu senken. Wenn man Angst und Stress lindert, fühlt man sich nüchtern und kann sich selbst verstehen. Solche Aktivitäten können unseren Geist positiver verändern, um sicherzustellen, dass man verantwortlich wird und sich um seine Gesundheit kümmert. Meditation verändert Gedanken und Verhalten. Jedes Verhalten geht mit einer Anpassung des Gehirns einher. Genauso wie Menschen anfangen, Drogen zu missbrauchen, können Menschen ihr Gehirn umformen, um bessere Menschen zu werden. Während Sie meditieren, geben Sie Ihrem Geist ein gewisses Maß an Frieden, das es Ihrem ganzen Körper ermöglicht, sich zu entspannen. Während dieser Zeit verjüngt sich das Gehirn und kann Ihnen ermöglichen, sich zu entspannen. Sie entwickeln daher Selbstkontrolle und können gut argumentieren, während Sie sich weiter reformieren. Dies ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie ein hervorragender Mensch werden, der Ihr Leben glücklich macht. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Gedanken zu beruhigen. Widersprüchliche Gedanken führen zu Unbeständigkeit und Unfähigkeit, sich niederzulassen. Meditation ermöglicht es ihnen, sich an die Gegenwart anzupassen. Sie akzeptieren ihre Realität, lernen, wie man Drogen vergisst und sich in einen besseren Menschen verwandelt. Die Fähigkeit, ihre Situation zu verstehen und zu akzeptieren, ist der beste Weg zur Genesung, es formt Emotionen um. Wenn die Emotionen stabilisiert sind, wird das Selbstverständnis gefördert. Durch Meditation spüren die Menschen auch ein gewisses Maß an Zufriedenheit und Entspannung. Erlaube dir nicht, untätig und faul zu sein. Und zu guter Letzt ist da noch die Liebe, die natürlich dein Tor in die Anderswelt ebenso stark öffnet.